Spark. Spark. Oh, 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 oh. Auch ein Applaus für Spark, bitte. Twix aus Köln an der Reihe. Hallo Twix, eine Pause für Twix. Hallo. Oh, wie geht's euch? Geht's euch gut? Du hast deine Maske gleich sofort losgeworden, oder? Es ist ja heiß hier drauf. Ich dachte, darum geht es. Ja, wenn du so heiß bist, Alter. Oh, das ist sehr lieb von dir, aber auch eine Lüge, die ich gerne annehme. Aber ich dachte, darum geht es, dass du auch mal heiß bist. Aber man hört mich nicht so gut, wenn ich rede. Okay, das ist ein Argument. Mögt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr? Warum seid ihr hier? Also ich bin der Kaderos, ich bin European Hunter 2024. Ich komme, glaube ich, mit euch hier in München reden, wie man die Button wachsen ist, also auf der Kärntnerisch. Ich bin aus dem Süden Österreichs. Ich vertrete die Händler-Community in Europa und versuche auch das Handling etwas bekannter zu machen und auch mehr in die Geister und auch ins Verständnis der Leute zu bringen. Was ist Handling? Wie macht man Handling? Awareness schaffen und auch kleine Communities wie jene in Slowenien oder jene in Tschechien und dergleichen, die nicht so gut entwickelt sind, zu unterstützen, aufzubauen und auch einmal auf meiner Pride, wo ich der einzige Titelträger bin, der dort steht, winkt. Und auch versucht, kleine Communities unter Rücken zu unterstützen und ihnen zu helfen. Danke. Tja, Kaderos, kurz, du hast ein Wort benutzt, mehrfach, und ich kann mir vorstellen, das kennen nicht alle. Was bedeutet Handler? Handler, ja, das ist etwas schwierig. Handler bedeutet derjenige, der die Leine hält. Der Caretaker, der Dom, Master, Sir, wie man sich auch immer bezeichnen möchte, von den Puppies. Also derjenige, der die Leine nimmt und die Leine führt, hält, ab und zu mal die richtigen Beschaffungen ausführt und das wichtigste Kekse verteilt. Oh, ich hab ja schon Kekse. Zu denen kommen wir aber später. Vorher noch. Mal, gib ihm jetzt bitte keinen Sinn, muss jetzt sprechen. Erst reden, dann kauen. Hallo Spark, wer bist du, was machst du? Ich bin Spark. Ich bin gar nicht so viel sagen zu mir. Du musst es ein bisschen weiter reinstecken. Warte kurz, ich schieb's ganz tief rein. Ich bin Spark, einer von den Münchner Puppies. Das ist immer so in der Runde. Die meisten kennen mich tatsächlich hier. Ich sag mal so, das Kino-Roll ist immer relativ aufwendig. Ja. Und wie stehst du jetzt bei dir an? Das hat, glaube ich, ganz lange Geschichten. Die erfüllen das Abendprogramm und dann kommen wir gar nicht mehr runter. Dann reden wir später darüber. Ich werde auf jeden Fall drauf zurückkommen. Und dann haben wir noch Quicks. Ja, hallo. Ich bin Patrix, ich komme aus dem beschaulichen Köln, meine ich aus Bayern. Ja, ich bin seit 2017 in der Puppy Community, First Runner-Up Puppy Germany 2023. Für alle, die nicht wissen, was das ist, zweiter Platz. Ja, genau. Okay. Möchtet ihr mir etwas über Puppy Play erzählen? Was ist das? Also, ich würde jetzt lang ausheben und das würde auch eine Grundlagenvorlesung der Psychologie beginnen. Aber das möchte ich euch jetzt ersparen. Dafür haben wir nicht genug Zeit. Ich muss ja nur ein subsidiarisches System damit schon anfangen. Mein Prof hat immer gesagt, alle Langsfolge lassen sich in drei Sätze zusammenfassen. Es geht darum, einfach kurze Zeit loszulassen, einfach das kindliche innere Verspieltheit, einmal die Rolle eines Tieres zu übernehmen und auch gewissermaßen einfach seine Menschlichkeit und seine Verantwortung dann für eine kurze Zeit loszulassen und auch gewisse Entscheidungen halt in die Rolle in jemanden abzugeben, der sich halt als Handler, Sir, Master oder whatever definiert. Und du als Händler, was ist denn für dich? Für mich ist es der Spaß. Es ist wirklich lustig, wenn man wirklich jemanden, oder für mich ist es sehr schön, jemanden zu sehen, wie er einfach vergisst, dass er menschlich ist, dass er gewisse einfach diese Verspieltheit an den Tag legt, dass er seine Sorgen los wird, dass man die Freude in die Augen sieht von jemandem, weil man sieht nicht mehr unter der Hut. Wenn man einen Cookie gibt oder ab und zu einmal, wenn sie frech sind und vor allem bei Brads, also eher schlimme Puppies, die auf den Handler etwas herausfordern, wenn man gewisse Strafen androht oder halt andere Sachen macht mit denen, man sieht die Freunde in den Augen, man sieht auch wirklich, wie sie einfach gewisse Sachen loswerden können und auch ihre eigene Persönlichkeit, die man oft tagsüber in seinem Arbeitstag, vor allem bei Brands, nicht ausleben kann. Es ist ein sicherer Ort auszuleben, dass man jetzt zum Beispiel einfach mal frech sein möchte.
aus meiner Arbeit nicht zusammen kann oder in seinem Normalleben. Und da bin ich gerne derjenige, der den Personen unterstützt und hilft, das auszuwählen. Das ist gut, aber ich meine, ich habe jetzt eine Leine der Hand und eine Kaffee gelegen hier. Das macht mich jetzt in diesem Augenblick zum Händler. Also es ist jeder ein Händler, der es von ihrem Papi Kerl nimmt. Also, das gibt mir ein bisschen ein Gefühl von Stolz. Ja. Was macht es bei dir, du als Händler? Für mich ist es zum einen sehr, also wenn ich jetzt über ein Papi mich kümmere, ist eine schöne Art der Verantwortung, wenn man doch auch in gewissem Maße dafür auch, und das ist auch für mich sehr wichtig, dass es dem Papi gut geht in dem Moment. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit einem Papi durch ein Event gehe, das jetzt zum Beispiel gegaggt ist, wo also gewissermaßen in den Sinnen eine Knochen im Mund hat, genau, oder der jetzt seiner Sinne beraubt ist, dass man halt da den wirklich durchführt und sieht, dass er es ihm gut geht, dass er sie keine Panikattacke bekommt und einfach, dass sie eine schöne Zeit dort haben. Ich habe gedacht, wie man sieht, der eigentlich schon auch, Papi ist nicht nur, ich setze mir einen Hund auf und tue halt auf keinen Hund, sondern da geht es auch um den BDSM. Ein wenig, es ist eigentlich aus dem BDSM, es ist eine Form des leichten BDSM. Man kann dabei, es gibt verschiedene Arten, es zu nehmen. Es gibt die Furry Puppies, es gibt die BDSM Puppy und es gibt die, die dazwischen sind. Für mich, ich bin auch ein Puppy. Ich gehöre so zum Mittelding zwischen Furry und so in der Mitte, eher mehr auf der Furry-Seite von den Puppies. Aber alles ist gut, alles ist richtig, solange es für alle Beteiligten passt und niemand unwillentlich verletzt wird, unconsensual verletzt wird. Unconsensual, das Wort ist Teil des Twigs. Nicht der Twig, sondern der Twig. Und irgendwie, Herr Rose gerade sagte, man sieht ja nur deine Augen und vielleicht eine körperliche Reaktion. Ist das sicher, dass dir nichts passiert? Ja, also wenn ich in der Situation bin, dass ich selbst nicht die Schnauze frei habe, so wie jetzt, dann ist es erstmal wichtig, dass ich meinem Händler oder meiner Händlerin vertrauen muss. Vertrauen ist in allen Fetischsachen immer mit das oberste Gebot. Und das heißt in der Regel, dass ich mich auch nur von Leuten, gerade in so einer großen Veranstaltung wie der CSD, an die Leine nehmen, die ich kenne, die wissen, wie ich agiere. Und du hast das im Backstage vor dem so schön gemacht, als wir den Knebel nachgerichtet haben, den Knochen. Du hast gefragt, geht's dir gut? Und das ist eine ganz klassische Sache, die du vielleicht ganz unbewusst getan hast. Und das machen die Händler ständig. Es ist immer ein, geht's dir gut, ist alles in Ordnung bei dir? Und da weiß man kann sich drauf verlassen. Und im Zweifelsfall gibt es halt auch einfach Körpersprachen, die man ausmacht, dass der Händler jetzt merkt, okay, ich muss mein Papi jetzt aus der Situation rausholen, wenn man halt eben so weit ist, dass man sich nicht verbal artikulieren kann. Wenn ich jetzt anfangen würde, also Händler ist jetzt vielleicht ein bisschen einfacher. Ich finde jemanden, Man sieht es ja schon gerne mal sowas wie auf dem CSD, dass dann Papis vorbeilaufen, das hat man irgendwie neugierig gemacht und dann ganz zufällig sozusagen bin ich da reingerutscht, weil ich einfach jemanden kennengelernt habe, der Papi war. Und dann ist einfach mal ausgesprochen. Und man dann merkt einfach, was es geben kann. Wirklich, ich habe auch was meint, einfach mal den Alltag sein zu lassen und in eine andere Rolle zu bringen. Und einfach mal diese, ich sag mal, menschlichen Probleme hinter sich zu lassen. Und einfach mal, wenn man einen Händler hat, oder jemand, der sich um sie kümmert, sich sozusagen um kümmern zu lassen und wirklich abzuschalten. Ich sehe euch auf den Rudel, also ich sehe euch auf den Gruppen eigentlich, und ich habe heute gelernt, dass das alles ist. Mhm. Ich sage, was verpasst du genau, weil das ist die Regel, was muss ich wissen? Ich würde mal kurz anfangen, weil ich dieses Rudel-Thema immer tatsächlich sehr, sehr schwierig finde. Also ich muss gestehen, ich habe auch einen Rudel. Warum findest du das Rudel? Weil ich manchmal das Gefühl habe, es hat zu eingefahrene Strukturen. Okay. Also oftmals redet man noch von einem Alpha, der das Sagen hat. Dann gibt es ein paar Betas, die so Pfefferkäse sind. Und dann wird halt die anderen, ganz unten redet man meistens von einem Gamma. Ich finde es nicht mehr ganz so zeitgemäß. Bei uns zum Beispiel kann ich sagen, ist es so ein bisschen
und das ist, glaube ich, was wir auch verkörpern, die Leute an die Hand nehmen. Ich bin einfach bei uns derjenige, der am längsten dabei ist. Ich kenne die Szene, möchte ich behaupten. Und ich habe ihn halt nach und nach einfach mit an die Hand genommen und die Szene gezeigt und sie sozusagen mitgenommen zu Events und die Szene gezeigt. Und somit haben wir für uns beschlossen, es gibt halt bei uns keine große Gruppe, sondern wir haben den sogenannten Takt aus Hector, wie man es Englisch sagen würde, und halt dann die Welten, meine, ich sag mal so, etwas länger dabei sein, dann hat nicht zu bestehen darauf, dass sie Junghunde genannt werden, weil sie sind ja keine Welpen mehr, aber haben uns von diesem normalen Struktur. Für euch mal den Mundschutz zum Hinweis, wenn ihr das Mikrofon unten an den Lippen habt, dann noch besser. Das wusste ich nicht so weit. Also einfach hier mal spüren, wo ihr gerade seid. Für dich als Händler. Also ich bin selbst noch ein Alpha. Also ich definiere mich eigentlich als Alpha und somit ist auch der Alpha eigentlich auch ein Handler. Muss einmal nur auch erwähnen zu haben, dass das auch möglich ist. Das Rudel ist eine Seite der Struktur, die unter dem ist, die bekanntermaßen ist, was ab ist Treffen und heutzutage halt mehr als Rudel unterwegs sind, sich von einem Alpha als Handler ansehen, als sich von einem Master-Handler anzunehmen, so wie es an und dazu mal war, also bevor es jetzt in die heutige Zeit gekommen ist, wenn man diese relativ kritisch, wenn man so sagen darf. Geht weit zurück, bekannter Song sind auf dem kanalischen Zeitalter mit dem Wasserle, aber das ist die Petplay 101-Vortrag. Prinzipiell, ich finde es gut, wenn Partys an Alpha haben, nur es ist wichtig, dass man immer füreinander da ist und dass man halt auch gewisse Sachen hat, weil man sieht sich oft eine Familie aus, mit der man dann Zeit verbringt und da ist dann so ein Rudel einfach eine Art der Familie, mit der man Zeit verbringt und mit der man auch gewisse familiäre Dinge hat, die man mit der eigenen Familie oft nicht haben kann. Familie, Stichwort Ersatzfamilie. Ja, das ist ein schöner Aufhänger. Also ich glaube, ich möchte eine gute Zwischenmeinung zwischen euch beiden reinbringen. Diese Rudelfixierung, wie wir es nennen, hat ganz stark nochmal in der Corona-Zeit stattgefunden. Also in der Zeit, in der wir alle zu Hause bleiben mussten, in der die sozialen Kontakte beschränkt waren, Tapio ist ein absoluter Einsteiger, finde ich. Du brauchst nicht mal einen Ritt, du brauchst nur deinen eigenen Kopf, der kostet kein Geld. Um dich in diesen Mindspace und Codespace zu bringen. Und im schlimmsten Fall kaufst du dir für 2 Euro ein Mädchen im Supermarkt. Das heißt, es gibt schon sehr günstig auch Einstiegshuts. Und dadurch ist in der Corona-Zeit, gerade so nach dem Sommer 2020, diese Socializing entstanden. Und das war für viele junge Leute halt ja, die Möglichkeit, von zu Hause dabei zu sein. Und als dann die ersten Lockdown wieder losging, hat man sich halt auch mal getroffen. Und so entstand dieses Socializing-Boom in den 2020ern und da entstand halt auch diese Rudelfixierung noch mal sehr viel mehr. Das hat einen ganz großen Schub gegeben und dann möchte ich aufs Fahrtbild eingehen, dass ich gewisse Regeln dann irgendwann auch ein bisschen zu streng fand. Also ich habe die Rudelfixierung irgendwann sehr kritisch angeschaut, weil ich dachte, es gibt da halt auch eben ein Problem, dass intern gerade bei meinungsschwächeren jungen Menschen dadurch dann halt so eine gewisse Übermäßigkeit entstanden ist. Und deswegen habe ich mich nie darüber gebildet. Ich glaube, wenn wir dem Ding unbedingt ein Label geben möchten, dann können wir von Julien sprechen, einfach im großen Freundeskreis. Ohne dass man jetzt sagt, es gibt die Rudel, es gibt die Rudel. Das ist vielfältig genauso wie unser Partner selbst. Allgemein ist ja auch das Partner sehr, sehr verbreitet. Also mir ist es in der letzten Zeit sehr stark aufgefallen, möchten. Und das über Rechten auch. Ich habe auch mitbekommen, ja, viele Treffen, über Leute gelaufen, viele, viele Menschen treffen zusammen. Wie ist das entstanden? Wo plötzlich her von der Ausnahme sich? Es geht daran, Podplay ist, ich bezeichne das gerne als Gateway-Fetisch, weil es halt wirklich eine gute Möglichkeit ist, man kauft nicht viel. Günstige Boot kostet 50 Euro ungefähr bei Amazon. Es ist auch sehr ansprechend, man sieht sehr viele und natürlich, was noch ist, es sind sehr stark auf Jünger. Das heißt, es kommen sehr viele jüngere Leute und was für mich ein sehr großer Vorteil ist, man kann sein Gesicht verstecken. Sehr oft, vor allem als Jugendlicher und als Jüngerer, hat man das Problem, ja, das ist, vielleicht sieht mir ein Verwandter, vielleicht sieht mir ein Bekannter, ich kann mein Gesicht hinter einer Hut verstecken, ich kann meinen Namen verstecken, ich habe dann meinen Papi-Namen, den ich annehme.
und man hat damit einfach eine gewisse Differenz und einen gewissen Abstand zu seinem normalen Leben und kann da auch die Beziehung ausleben, ohne dass es jetzt Mutter herausfindet. Homophobie ist heutzutage immer noch, leider Gottes, ein großes Problem in jeglicher Gesellschaft. Auch bei uns in Österreich, hier in Deutschland liest man auch sehr viel, hört man sehr viel. Und da ist es für viele Jüngere wichtig, deswegen kommen auch immer mehr und die steigen natürlich dann weiter ein, Gummi, Leira und so weiter. Wenn ihr hier so euch umschaut, sind viele, viele, viele Menschen. Erstmal, hallo ihr vielen Menschen, die ihr da gerade aufmerksam guckt. Und wenn ihr gerade eure Hände hoch habt, wer hatte schon Kontakt mit Papis und bitte Papis, lasst eure Hand runter. Wer hatte noch keinen Kontakt mit Papis? Wer hatte schon Neugierde zu Papis und noch keinen Kontakt? Da sehe ich nur noch eine Hand. Wow. Wow. Ich hätte gerne, du musst jetzt noch nicht kommen, aber du kannst dich schon mal auf den Weg machen nebenbei, wenn du aufgegessen hast, weil wir werden Cookies verteilen. Ich habe gehört, Cookies sind etwas Tolles für Papis. I like, wir haben sehr viele Cookies und du wirst welche bekommen und verteilen für deinen ersten Kontakt. Ich krieg schon wieder einen weißen Zettel, der nichts zu sagen ist für euch. Aber wenn ich jetzt umgucke, da sind viele Menschen dabei, die auch gerade gesagt haben, noch nicht so viel Kontakt, vielleicht mal Interesse. Wenn ich jetzt Interesse habe, aber nicht weiß, was zu machen, wie finde ich da rein? Wir sind ja nun mal in München. Dementsprechend gehe ich da jetzt von mal aus, dass es dann hauptsächlich in München ansässig handelt. Ich möchte gar nicht so genau auf den Namen gehen. Wir haben gerade vor kurzem einen Papi-Verein gegründet. Wer da Interesse hat, wir sind auf Instagram zu finden, Papi San Francisco. Und gerne einfach anschreiben. Wir sind immer im Sub eigentlich anzufinden, donnerstags am Wochenende, und einfach mal vorbeischauen. Ja, ich habe jetzt letztens die Frage auch gestellt bekommen von jemandem mit, ja, wenn mich jetzt ein Papi einfach auf dem CSD anspricht, was mache ich, wie verhalte ich mich da? Und dann denke ich, naja, wie würdest du dich mit dem Hund verhalten, der freudig auf dich zukommt? Streichel ihm den Kopf, sei lieb zu ihm und so bricht man von das Erste aus und schickt dann irgendwann kurz auf, das ist eigentlich ganz lustig. Und prinzipiell immer, wenn man ein bisschen, man kann was zugeben, fragen, darf ich streicheln, was magst du? Und man bekommt meist, grüßen. Und man bekommt immer eine gute Antwort. Und fast jedes Papi kann für sich selbst erklären, was es bedeutet, Papi zu sein. Oder hat jemanden dabei, der es auch gut erklären kann, wenn man sich schwer damit. Hört sich an, als ob Papi sehr, sehr kommunikativ nach außen, außerhalb der Kriegszene sind. Ja, ist auch deswegen gibt es auch so viele. Wow. Okay. Gibt es noch andere Orte außer des Clubhaus, weil das jetzt wirklich was sehr, auch noch mal spezielleres, wo ich vielleicht auch nicht gerne hingehe, wo die Idee würde, wie komme ich dann noch, gibt es noch was Einfacheres, um reinzukommen? Instagram? Also, jedes Papi hat eigentlich Instagram, einfach mal suchen. Ich spreche das so. Das ist mein Sentence of Days. Jedes Papi hat Instagram. So gut wie. Okay. Ja, viele. Es gibt ganz viele Stammtische in Deutschland. Mittlerweile hat ganz, ganz viele kleine Städte ihre eigenen kleinen Stammtische gegründet, was ich wahnsinnig toll finde, wenn sich 5, 6 Pub-Player aus einem kleinen oder großen Landkreis zusammentun. Also das heißt, einfach mal ein bisschen googeln. Viele, gerade LGBT-Jugendzentren sind da Anspruchspunkte. Das heißt, viele dieser Jugendzentren haben mittlerweile diese Stammtische mit drin, oder zumindest Infomaterial dazu. Ja, Instagram ist eine große Seite, wo man viele findet. Ja, und deswegen, also neben den großen Hauptveranstaltungen, die es halt so gibt, diese kleinen Stammtische finden alles an jedem Wochenende in Deutschland statt. Dann möchte ich sagen an euch alle da draußen, die interessiert sind. Erstens, like. Cookies? Ich habe hier Cookies. Cookie? Ich hätte irgendwie eine andere Reaktion erwartet. Ihr habt gesagt, ihr mögt Cookies. Ja, man muss es richtig. Man muss es richtig machen. Zeig es mir. Okay, Papis. Gib mir zum Papi Neus. Wer war ein guter Junge heute? Komm her. Komm her. Good Papi. Good Papi. Come over. Can you do some tricks? Kannst du mal Tricks tun? Can you speak? Speak. Again. Whoa, and let me off.
Nochmal High Five. Musical Papi. Was ist Papi? Musical Papi. Gehört Papi. Du hast so neidisch geschaut. Komm doch mal her. Komm doch mal her. Ja, komm doch mal her. Wir haben ja den Mr. Händler hier. Das heißt, er weiß, wie das geht. Ich auch. Du auch. Du auch. Lady Händlerin. Dann zeig doch mal, was du kannst. Und für alle anderen erstmal einen großen Applaus bitte für Carlos, und für Twix und natürlich für meinen Medio. Ein großer Applaus und danke. Geht auf die Zoom, wenn ihr Interesse habt an Puppy Play und überhaupt noch an Kings. Scheint eine gute Anlaufstelle zu sein. Bedient euch bei den Keksen und sagt Hallo und wir sehen uns gleich wieder beim Glücksrad.